Der Islam gilt in Europa als streng und kompromisslos. Eine Religion, die mit Vorherigem brach, alles anders machen wollte. Aber stimmt das? Mein Name ist Daniel Gerlach und ich unternehme eine Reise, die eine andere Geschichte erzählt. Eine, in der die Mythen und Mysterien des alten Orients weiterleben. Drei religiöse Strömungen faszinieren mich dabei ganz besonders. Hier mitten in der Wüste Ägyptens, auf dem Weg zur Wallfahrt nach Mekka, starb ein Mann namens Abul Hasan al-Shazli. Abul Hasan al-Shazli war ein Sufi, also einer, der aus sich herausgeht, um das eigene Ego zu überwinden. Für meine Ohren eigentlich ein moderner Gedanke. Eine alte Überlieferung sagt, ein Sufi ist einer, der eigentlich nicht ist. Denn ein Sufi strebt nicht nur nach Wissen, sondern nach der mystischen Vereinigung mit Gott. Und das geschieht durch ein ekstatisches Erlebnis. Auf Reisen ist bekanntlich der Weg das Ziel. Und der Lohn am schönsten, wenn man vorher große Entbehrungen in Kauf genommen hat. Solche Wasserkrüge haben wohltätige Menschen für die Pilger aufgestellt. Das Thermometer klettert hier im Sommer auf unfassbare 50 Grad. Kaum vorzustellen, welche Strapazen Wallfahrer zu Fuß erduldeten. Humaythara heißt diese kleine Ortschaft, die ich dann schließlich am Abend erreiche. Dass der Sufi Abu Hasan al-Shazli ausgerechnet an diesem Ort begraben liegt, ist wohl eher Zufall. Auf dem Weg nach Mekka verließ ihn hier die Kraft. Es waren seine Anhänger, die diesen verlorenen Ort dann in eine Pilgerstätte verwandelten. Einmal im Jahr geht es hier buchstäblich rund. Die Sufi-Orden feiern dann das Gedenken Shazlis mit einem mehrtägigen religiösen Fest. Dhikr wird dieses Ritual genannt. In rhythmischen Gesängen preisen die Gläubigen die 99 Namen des Herrn. Mit Gebeten und Musik versetzen sie sich in Trance, was sie Gott näher bringen soll. Vor etwa 1000 Jahren entstanden viele lokale Pilgerstätten. In europäischen Kirchen verehrte man damals Heilige. In der islamischen Welt zog es die Menschen zu den Gräbern berühmter Sufis. Manche hier wirken auf mich wie Artisten oder Kampfkünstler. Aber hinter der Show steckt eine Botschaft. Der Körper ist nur eine lästige Hülle, die Geist und Seele überwinden können. Einige Praktiken der Sufis bleiben für Außenstehende ein Geheimnis. In der Vergangenheit gründeten die Derwische, wie sie auch genannt wurden, Bruderschaften und bildeten einflussreiche Netzwerke. Die Sufis sind ungeheuer vielfältig, wie die islamische Welt selbst. Es gibt besonders freisinnige, besonders tolerante und besonders strenge Sufi-Orden. Und sie sind keine Randerscheinung. In Ländern wie Ägypten ist ein Großteil der Muslime vom Sufismus beeinflusst. In den Augen strenger Eiferer gelten sie als Abweichler, die der reinen, wahren Lehre des Islam etwas hinzugefügt haben, was es vorher nicht gegeben hat. Ich denke, die Sufis waren vorher da. Denn die Rituale, die Meditation, das gemeinsame Tanzen, das gemeinsame Singen sind schon im alten Ägypten bezeugt. Die Religion mag sich also verändert haben, der Weg zu Gott offensichtlich nicht. Die Mystik der Sufis kennt noch eine Steigerung. Es ist die Suche nach einer geheimen Botschaft, nach göttlichem Wissen, das sich nur wenigen offenbart. Und im Norden Israels gibt es eine rätselhafte Religionsgemeinschaft, bei der sich zeigt, wie dieses Denken Einzug in die muslimische Glaubenswelt gefunden hat. Bei den Drusen.
Ich habe drusische Freunde, die mir immer nur halb im Scherz sagen, man sollte seine Nase nicht zu tief in drusische Angelegenheiten stecken. Die Drusen siedeln in bergigen Landschaften, wo sie sich früher gut vor Verfolgern schützen konnten. Hier im Norden Israels steht eines ihrer Heiligtümer. Einmal im Jahr erklimmen junge Gläubige die Hügel drumherum und pilgern herab. Etwa 150.000 Drusen leben in Israel. Sie haben israelische Pässe und dienen in der Armee. Aber sie sprechen Arabisch, und zwar mit einem bestimmten Akzent, an dem sie sich überall auf der Welt erkennen. Die meisten ihrer Glaubensinhalte sind nur Eingeweihten bekannt. Diese Pilgerstätte ist dem biblischen Propheten Jethro gewidmet, der einst dem jungen Mose seine Tochter zur Frau gab. So steht es im Buch Exodus. Die Drusen glauben, dass mehr dahinter steckt. Jethro, den sie auf Arabisch Shu'aib nennen, soll Mose geheimes Wissen übermittelt haben, damit der direkt mit Gott kommunizieren konnte. Und dieser Fußabdruck im Felsen soll von Shu'aib persönlich stammen. Woran glaubst du eigentlich? Und an wen? Für Menschen, die sich mit Religion beschäftigen, sind das ganz normale Fragen. Besonders für solche wie mich, die in einem protestantischen Haushalt aufgewachsen sind. Da müssen die Prinzipien des Glaubens klar formuliert und mit Argumenten untermauert sein. Sie sollen schließlich nicht nur den eigenen Zweifeln standhalten, sondern auch andere überzeugen. Christentum und Islam sind angetreten, um ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Was aber, wenn man gar nicht missionieren möchte? Wenn man lieber unter sich bleibt und die eigenen Weltanschauungen und Überzeugungen für sich behält. So wie Sheikh Muwaffaq Tarif, der das Oberhaupt der drusischen Gemeinschaft in Israel ist. Die Drusen glauben an den einen Gott und sagen, dass sie auch den Koran anerkennen. Aber ihre Verschlossenheit hat sie immer wieder dem Hass religiöser Fanatiker ausgesetzt. Wie hat sich das auf die Haltung der Drusen ausgewirkt, möchte ich vom Scheich wissen. Wir greifen niemanden an, denn wir sind eine friedliche Religion. Die Drusen möchten in Sicherheit, Frieden und Liebe mit allen anderen Gemeinschaften leben. Aber wenn wir angegriffen werden, egal von wem, akzeptieren wir das nicht und schlagen zurück. Wenn es sein muss, bis zum Tod. Und eine Lehre dieser Religion erfahre ich auch noch. Die Drusen glauben an die Seelenwanderung. Sie sind überzeugt davon, dass eine urdrusische Gemeinschaft in den Seelen der Menschen heute weiterlebt. Deshalb kann man auch nicht zum drusischen Glauben übertreten. Man wird als Druse oder Drusin geboren und so wie dieser junge Mann in den Kreis der Gläubigen aufgenommen. Das Erbe der vorislamischen Kulturen ist vielerorts im Orient lebendig und hat zu einer großen religiösen Vielfalt beigetragen. Gemeinschaften wie die Drusen fühlen sich dem Islam zugehörig. Andere ließen sich nur von seiner Botschaft inspirieren. So wie die Gemeinschaft der Jesiden in Lalish, im kurdischen Teil des Nordirak. Dem wilden Kurdistan, wie Karl May es nannte. Dort mache ich Bekanntschaft mit ihr. In der Mythologie steht die Schlange für die Sünde und das Böse, aber auch für Heilkunst und Weisheit. Die Jesiden sollen ihr mit Hochachtung begegnen. Sie ist nämlich die Heldin einer Legende. Als die Sintflut über die Menschheit hereinbrach, baute der Prophet Noah eine Arche und holte jeweils ein Pärchen von jeder Tierart an Bord. Plötzlich brach Wasser ein und die Arche drohte zu sinken. Und die schwarze Schlange quetschte ihren Leib zwischen zwei Schiffsplanken und stopfte das Leck. Und so rettete sie nicht nur die Tierwelt, sondern auch die Menschheit.
Am Eingang zum jesidischen Heiligtum in Lalesch findet sie sich wieder. Hier bewacht die schwarze Schlange die Kultstätte der Gläubigen. Schon im alten Orient, bei den Assyrern, stand dieses magische Symbol für Macht und Geborgenheit. Die Jesiden sind Monotheisten und glauben an den einen Gott. Prinz Harman Mirzabek entstammt einer vornehmen jesidischen Familie und ist Vertreter eines der Oberhäupter der Jesiden. Er ist ein Freund von mir und schildert, was das Wesen des Jesidentums für ihn bedeutet. Das Jesidentum ist weniger eine Religion als vielmehr eine Weltanschauung, eine Form von Humanismus. Man bezeichnet uns als eine Sekte, aber das sind wir nicht. Die großen Religionsgemeinschaften berufen sich auf eine heilige Schrift, die vom Himmel kommt. Wir Jesiden haben keine solche Schrift, aber wir haben unser Gedankengut, unsere Überzeugungen. Das Jesidentum ist also eher eine Philosophie. Diese Weltanschauung prägte ein Sufi namens Sheikh Adi vor rund 1000 Jahren. Er gilt den Jesiden als menschliche Erscheinung eines Engels und hier ruhen seine Gebeine. Dreimal umrunden die Jesiden den Schrein, als Zeichen der Ehrerbietung und um Segenswünsche zu äußern. Im nächsten Raum des in den Felsen geschlagenen Heiligtums geht es andächtig und heiter zu. Mit geschlossenen Augen werfen die Jesiden ein Tuch auf einen Vorsprung im Felsen. Bleibt es liegen, geht ein Wunsch in Erfüllung. Aber nur, so heißt es, wenn man wirklich daran glaubt. Daniel, jetzt bist du dran. Ich erinnere mich, beim letzten Mal hast du getroffen. Naja, letztes Mal hat es geklappt. Immer tiefer führt mich mein Freund in das Heiligtum. Die Wände der Höhlen sind schwarz vom Ruß der Flammen, die hier seit Jahrhunderten zu brennen scheinen. Das Feuer ist heilig. Es gehört zum jesidischen Glauben, zu unserer Philosophie. Wir beten es nicht an, sondern ehren und respektieren es. Unsere Botschaft an die Welt: Wir Jesiden wollen Frieden und respektieren alle Religionen und Überzeugungen. Wenn wir Fürbitte halten, beten wir zuerst für 72 Völker, dann erst für uns selbst. Dass die jesidische Gemeinschaft noch besteht, ist alles andere als selbstverständlich. 2014 nahm der Islamische Staat sie ins Visier. Dschihadisten versklavten Frauen und Kinder, töteten Tausende. Was beförderte diesen mörderischen Hass auf eine Religion, die niemanden bekehren will und seit Jahrhunderten unter sich bleibt? Wahrscheinlich eine Geschichte, in der dieses Geschöpf vorkommt. Ein Himmelswesen in Gestalt eines Pfaus, den man hier Malek Tawus oder Tausi Malek nennt. Für die Jesiden ist er der höchste der sieben Engel. Der alte Mirza Shausani, den ich an einem kleineren Schrein in Lalesch treffe, erzählt mir die Geschichte des Pfaus. Laut der Überlieferung forderte Gott die Engel auf, sich vor Adam, dem ersten Menschen der Schöpfung, zu verneigen. Aber der Malek Taus weigerte sich. Er soll sich vor Adam verbeugen und sagt: Nein, ich kann mich nur vor Gott verbeugen. Für diesen Treuebeweis wird der Pfau von Gott zum höchsten Engel ernannt. Christen und Muslimen ist die Überlieferung ebenfalls bekannt. Nur wird in ihrer Version der ungehorsame Engel verstoßen und zu Gottes großem Gegenspieler, Satan. Die Geschichte vom gefallenen Engel und die vom Malek Taus bei den Jesiden ähneln sich. Das bedeutet aber nicht, dass der Engel in Pfauengestalt und der Satan ein und dieselbe Person sind. Oder
dass sie dieselben Eigenschaften besitzen. Viele Christen und Muslime sahen das allerdings so. Sie verstanden die Rituale der Jesiden einfach nicht und erklärten sie kurzerhand zu Teufelsanbetern. Manche muslimische Prediger warfen den Jesiden zudem vor, eine ketzerische Abspaltung vom Islam zu sein. Ich bin an einem Tag hier, an dem für die Jesiden die Fastenzeit beginnt. Deshalb vollzieht der oberste Geistliche, genannt Baba Sheikh, eine kurze Zeremonie. Manche Jesiden glauben an die Wiedergeburt der Seele, und zwar in neuen Körpern von Menschen, Tieren oder Pflanzen. Böse und gute Taten wirken sich so nicht aufs Jenseits aus, sondern auf das nächste Leben. Schon deshalb sollte man respektvoll mit allen Dingen und Lebewesen umgehen. Und da kommt auch wieder die Geschichte von der Schlange ins Spiel. Engel, Dämonen, Magie, geheimnisvolle Rituale. Die Religion der Jesiden ist kompliziert. Und es mag noch erstaunlicher sein, dass nicht alle Jesiden an dasselbe glauben. Es gibt nicht ein heiliges Buch, was sagt, was richtig ist und was falsch, was man zu glauben hat und was nicht. Und genau das finde ich so faszinierend. Denn so könnte Religion im alten Orient ausgesehen haben. Und vielleicht sind die Jesiden eine der letzten Religionsgemeinschaften, die uns einen vagen Blick in diese alte Welt gewähren. Kennt ihr weitere Geheimreligionen? Dann schreibt es unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da.